Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Stempeltream76 auf dem YouTube-Kanal von Kulrike. Vor einer Woche, also ich denke, wenn ihr das seht, dürfte es circa eine Woche her sein, durfte ich hier einen Kurs, einen Workshop bei Kulrike halten und da gehe ich in einem anderen Video drauf ein. Auf jeden Fall kam da die Frage nach dieser Stanze hier auf, um genau zu sein. Diese zwei Teilchen sind das. Und da war die Diskussion, das ist nicht so ganz einleuchtend. Und es wurde die Bitte an mich herangetragen, dazu ein Video zu machen. Jo, ne, ich habe die Stanze hier, ich sitze an meinem Videoplatz. Könnt ihr jetzt mal davon ausgehen, ich mache ein Video drüber. Also, natürlich könnt ihr diese Stanze von der Thematik her nehmen, wie ihr wollt. Ich bin jetzt schon irgendwie so busy auf Ostern. Ja, irgendwie im Moment, das Grau da vor der Tür, das nervt mich ein bisschen. Tatsächlich hätte ich ein bisschen mehr Helligkeit gerne. Nicht heißer, aber heller. Und deshalb ist mir ein bisschen nach Frühling und ein bisschen nach bunt. Und die Produkte seht ihr dann, die ich jetzt so benutze. Ich habe mir ein bisschen was zurechtgelegt, aber ich weiß überhaupt nicht so recht, was zum Einsatz kommt. Habe hier dieses Osterset, da habe ich den Mistelzweig. Ah, das Gras, weiß ich gar nicht, woher das genau ist. Also schon von Kulrike, aber aus welchem Set. Und Ostereierchen, Osterglück, Gruß und ach, hab da nicht gesehen. Was habe ich denn hier noch liegen? Genau, diese drei Ostereier, das ist ja mein persönlicher Favorit, weil sind Sterne drauf. Ist meins, ja. Ja, und dann halt die hier noch. Ostergrüße gestempelt werde ich wahrscheinlich gar nicht nehmen. Habe ich hier noch, zur Vorsicht habe ich mal noch die Blumen rausgesucht, weil die für mich irgendwie so ein bisschen zu Ostern dazugehören. Hier habe ich noch eine Ostereistanze von Kulrike. Ja, und viel mehr habe ich hier gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, was es wird. Also es wird auf jeden Fall was Österliches mit dieser Card in the Box. Ich glaube, so schimpft das sich ja tatsächlich. Und ich würde sagen, wir könnten jetzt mal anfangen, oder? Ich habe jetzt genug geschnackt. Alles Weitere erzähle ich euch ja jetzt sowieso gleich, wenn ich kreativ werde. Und ja, den Sappel kann ich ja schlecht halten. Also ich würde sagen, los geht's. Ja, als erstes stanze ich mir natürlich mein Grundgerüst aus. Das brauche ich zweimal. Ich nehme hier Kraft-Cardstock, denn ich finde sowas Kraftfarbenes, ist was Bräunliches, passt einfach gut zu Ostern. Und das ist ja jetzt tatsächlich mein Vorhaben. Und da stanze ich mir es einfach, wie schon gesagt, nur zweimal aus dem Papier aus. Und mache mich dann an die Innenstege. Die stanze ich auch gleich aus. Ich habe hier einfach nur Restpapier dann verwendet. Da seht ihr den Innensteg. Den stanze ich, glaube ich, viermal aus. Ja, genau. Denn ich denke tatsächlich, dass mir das reicht. Später stelle ich fest, nee, ist dann doch nicht so gut. Aber das kommt dann noch im Laufe des Videos. Ja, nachdem ich dann alle vier Teilchen zusammen habe, stanze ich mir Gras aus. Ja, da habe ich jetzt auf DSP aus meinem Fundus zurückgegriffen. Das ist jetzt tatsächlich Weihnachts-DSP, aber da waren die schönsten Grüntöne drin. Und da stand sich mal so ein bisschen aus. Und muss mir auch ein bisschen was zurechtschneiden. Ja klar, weil so große Papiere passen dann auch nicht rein durch. Jo, und dann mache ich mich... An was mache ich mich denn dann? Ach ja, dann fange ich endlich mit meinen Eierchen an. Also mit den drei Ostereiern. Die stempel ich auch auf Kraftpapier, auf den gleichen, wie ich die Basis für diese Card in a Box gemacht habe. Das Washi-Tape setze ich mir als Hilfsmarkierung für später, denn ich stempel das jetzt erstmal in Weiß ab. Ich möchte nämlich auf dem Kraft-Cardstock mit meinen Polychromos kolorieren und das Ganze halt mit Weiß. Mit Schwarz fand ich irgendwie nicht so spannend. Ich finde, so zu Ostern, Frühlingszeit, da muss ein bisschen zarter sein. Ja, und während jetzt das VersaMagic ein bisschen trocknet, weil das ist ja ein Kalkkreidekissen, das braucht einen Moment zum Trocknen, kann ich mich an das Zusammensetzen von der Card in a Box machen. Ich schaue, welche Seite nach außen schauen soll und fange an der Klebeflasche, an der Klebelasche, den Kleber zu setzen und die zwei Teile zu verbinden. Ja, ein bisschen mit Kleber sauen, das kann ich auch ganz gut, das wisst ihr ja. Und da habe ich auch schon mein Grundgerüst. Also das äußere Grundgerüst. So, und jetzt kommen die Stege rein.
Da muss ich diese kleine Klebelaschen, die da dran sind, als Z formen. Ich glaube, ihr habt das eben ganz gut gesehen. Und dann setze ich die ganz nah an die Falz. Das zeige ich euch hier gerade. Also an das zweite Teilchen. Ihr seht das ja dann. Ja, und dann setze ich die ganz knapp hintereinander. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, was ich da mache. Und immer so, dass die in die gleiche Richtung schauen. So, dann zeige ich euch das mal so pro forma, wie das dann in etwa aussieht. Und jetzt kommen auf die andere Klebelaschen, auch ein bisschen Kleber. Und zack, klappe ich das ganze Teilchen zu, drück's ordentlich an und schon sitzt das drin. Ja, und da kommen dann noch die zwei zusätzlichen. Ich sage euch, das ist kein Spaß, das nachträglich einzusetzen. Das ist eine ordentliche Fummelarbeit. Also da würde ich tatsächlich gleich von Anfang an drauf achten, wie viel ihr haben wollt. Aber ich habe es ja reingekriegt, auch wenn es nicht ganz leicht war. Jo, und dann muss ich eigentlich nur noch das Ganze verschließen. Das heißt, auf die letzte Klebeflasche kommt ein... Klebelasche, nicht Flasche. Mensch. Kommt wieder ein bisschen Kleber drauf und dann ist die Karte in der Box zusammengeklebt. Ja, und da kann ich mich jetzt an die Koloration mit meinen Polychromos machen. Ich fange jetzt mit dem hellsten Stift immer an, setze die Farbe ein. Ich nehme nicht ganz so viel Druck. Es ist ein sehr helles Blau und dann arbeite ich die Seite, von der Seite her das dunkle Blau ein, weil ich mir vorher überlegt habe, wo es dunkler sein soll. Ja. Und da fange ich dann an und gehe dann in das Helle über. Ich verblende das Ganze wieder mit dem helleren Blau. Das wird dann weicher, das seht ihr jetzt. Aber der Kontrast ist mir noch zu gering, also kommt noch ein bisschen mehr von dem dunklen Blau dazu. Und auch das verblende ich wieder leicht. In das helle Blau setze ich noch ein bisschen Weiß ein. Und dann kommen auch schon die Sterne dran. Die bekommen einen Gelbton. Da setze ich Rot und Orange rein. Denn auch die kriegen einen Schatten. Das ist bei der Fläche jetzt nicht ganz so einfach, aber es ist noch im erträglichen Maß. Ein bisschen dunkleres Blau, das richtig schön leuchten kann. Und ja, dann bin ich eigentlich soweit schon zufrieden. Dann kommt mein Gelstift. Der macht dann noch so ein Highlight. Und schon mache ich mich an das gestreifte Ei. Da kommt erstmal das Gelb rein. Dann setze ich das dunkle Rot rein und verblende das mit dem Orange. Ziehe das in das Gelb hinein. Also beim ersten Mal, dann stelle ich fest, das ist nicht so eine gute Idee. Ich bleibe einfach nur bei Rot und Gelb. Gefällt mir besser. Und ziehe so die Farben ineinander, verblende die. Das Rot halt mit dem Gelb und kriegst somit einen ganz weichen Übergang hin. Ja, das Gelb kriegt noch ein bisschen Weiß, damit es heller wird. Und schon kann auch dort ein Highlight gesetzt werden mit dem Gelstift. Also das ist jetzt wirklich nur ganz, ganz einfach, ne? So, das letzte Eichen, das hat mir in der Vorbereitung, also in den Gedanken ein bisschen Kopfschmerzen gemacht, denn das frohe Ostern, was da drinnen steht, drumherum in den Zwischenräumen zu kolorieren, das macht echt keinen Spaß, dazu ist es viel, viel zu klein, also habe ich mich dazu entschlossen, ich übermal's einfach, das frohe Ostern. Und deshalb habe ich mir vorhin auch das Washi-Tape gesetzt, als Markierung, weil ich zum Schluss, wenn ich ganz fertig bin mit der Koloration, die Ostereier nochmal mit dem Versa Magic drüber stempel. Und dafür ist ja die Stempelhilfe genau da, das mache ich jetzt. Und dann kann ich nämlich an den Linien, an denen ich vielleicht ein bisschen mit dem Polychromo drüber gekommen bin, einfach nochmal mit Weiß überstempeln. Und das sieht gut aus. Und somit habe ich auch das frohe Ostern wieder. Ja. Das war tatsächlich, warum das Washi-Tape zum Einsatz kam. Ja, und dann müssen wir ausschneiden, ne? Tatsächlich, weil die Ostereier so zu lassen, ist nicht gut. Ja, habe ich ein bisschen vorgespult und dann bekommt das letzte Ostereichen auch noch sein Highlight. Das hatte ich nämlich beim Abstempeln etwas vergessen. Oder vor dem Abstempeln. Ich ziehe nochmal den ein oder anderen Highlightstrich nach, damit er noch ein bisschen mehr rauskommt. Und schon bin ich mit meinen Ostereiern sehr zufrieden. Gefallen mir sehr gut.
Ja, und dann können wir uns an die Dekoration machen, an die Ausdekoration. Die dauert tatsächlich sehr, sehr lang. Da überlege ich mir gerade, ach, unten hätte ich gern diesen Rasen. Und muss natürlich demzufolge noch viel, viel mehr ausstanzen. Das habe ich auch gemacht. Das habe ich hier nur rausgeschnitten. Das war ja jetzt nicht ganz so interessant. Und dann werden die Grasteile aufgeklebt an den Rand. Ja, so ein bisschen überlappend. Das ist ja nicht so dramatisch. Und das mache ich an drei Seiten, weil die Rückseite, da könnte man ja tatsächlich noch einen Gruß drauf schreiben. Die Ostereier kriegen eine Verlängerung, damit ich in der Höhe variabel bin. Und dann stempel ich als nächstes den Gruß in die Ecke und befestige mir das erste Osterei und setze das Gras ein. Dafür sind ja die Stege da, um daran dann alles zu befestigen, dass das so ein bisschen raussteht, genau. Ja, und nachdem ich dann so Rasen alles drin habe, stelle ich fest, da fehlt noch ein bisschen was Zartes. Federn wollte ich jetzt nicht reinmachen, also habe ich mir den Mistelzweig ausgesucht und habe den aus Transparentpapier ausgestanzt. Und das sind so 4 Teilchen, also gar nicht so viel. Und die setze ich dann einfach auch noch ein, wo gerade Platz ist, wo es gut ausschaut. Und dann, das wirkt halt dann einfach ein bisschen zarter, ein bisschen filigraner. Es ist ein bisschen gefüllter, aber ohne extrem aufdringlich zu sein. So, das gefällt mir jetzt schon mal ganz gut, aber was machen wir weiter? Ja, mir fehlt einfach noch ein bisschen was. Ich nehme mir dann aus dem Stempelset noch die kleinen Eierchen raus, suche mir noch DSP raus und stempel das, die Eier einfach nur mit schwarzem Versafein ab. Denn das DSP ist ja da und die wollte ich jetzt nicht noch kolorieren. Das habe ich ja bei den drei Großen gemacht und ich finde, da kommt es auch ganz gut raus. Bei den Kleinen, denke ich, kann man jetzt auch einfach nur mal DSP bestempeln. Ja, und nachdem ich dann fertig bin mit dem Bestempeln, werden die kleinen Ostereierchen natürlich auch ausgekurbelt. Denn dafür habe ich die Stanzen hier. Ich glaube, für die großen Eier gibt es auch eine Stanze. Ich habe sie gerade nicht hier. Das kann halt einfach mal passieren. Deshalb musste die Schere ran. Aber hier die kleinen, wie gesagt, da geht's mit der Stanze. Ja, und dann überlege ich mir, wo sollen denn die Eierchen alle so hin und wie hätte ich das denn gerne? Und dann fange ich einfach mal an, noch ein paar Eier mit reinzusetzen. Also von den kleinen. Und kann so noch ein bisschen die Fläche füllen, wo so 2-3 Löchelchen drin waren. Das hat mir nicht so gut gefallen. Als nächstes stanze ich mir meinen Ostergruß auf. Nee, Osterfest, Entschuldigung. Und positioniere mir das. Ach nee, noch nicht. Da fällt mir ein, ich finde die Seiten noch ein bisschen langweilig. Wollte jetzt aber nicht nochmal ein DSP reinbringen und habe mich dann für ein Distress Oxide entschieden und wische die Ränder hier einfach nur. Das mache ich an allen drei Rändern. Das Hinterteil bleibt so, also der Rücken bleibt so, wie er ist. Den habe ich ja auch nicht gefalzt. Und dann schnappe ich mir noch diesen kleinen Zwergenschmetterling aus diesem Osterset und stempel das einfach nochmal auf die 2 Laschen. Die gegenüberliegenden Laschen, jetzt habe ich es, in Schwarz ab. Und dann mache ich vorne die Klappe. Hier überlege ich noch, mache ich noch einen Osterhasen? Wie mache ich es? Wie mache ich es nicht? Ich entscheide mich aber dann dagegen. Ich nehme einfach nur das Osterfest, setze Kleber drauf, positioniere mir das auf der Lasche und nehme mir als nächstes noch 2 von diesen ausgestanzten Ostereiern. Da habe ich ja noch einige über, weil ich war ein bisschen übermotiviert, habe ein paar zu viel ausgestanzt, aber lieber zu viel als zu wenig. Jupp. Die klebe ich noch drauf und dann fehlt mir einfach noch was. Tja, und jetzt ratet mal, was da noch zum Einsatz kommt. Na klar, meine Nuvotrops. Da habe ich mir so einen glitzernden ausgesucht aus meinem Fundus und dann geht's los. Und irgendwann höre ich sogar auf. Ganz ehrlich.
Jo, jetzt habt ihr gesehen, wie sie entstanden ist. Es ist ziemlich bunt geworden, muss ich sagen. Also so bunt bin ich ja eigentlich nicht. Ich bin knallig in den Farben, also kräftig, aber nicht so bunt. Aber es hat was. Also irgendwie passt es auch wieder zu Ostern. So, hier auf die Seitenflügel, ernsthaft, da hatte ich jetzt irgendwie keine großartige Idee. Hinterher ist mir jetzt viel eingefallen, man könnte hier auch noch eine Lasche kreieren, was rausziehen. Habe ich jetzt aber nicht drüber nachgedacht. Ich hatte mich so auf diese Eierchen hier fixiert, die ich wirklich immer noch sehr entzückend finde. Und ich finde diesen Effekt einfach sehr schön mit den, wie heißen sie denn, Polychromos auf Kraftpapier zu malen. Das mag ich tatsächlich sehr. Auf jeden Fall, ihr habt gesehen, wie sie jetzt zusammengebaut wird. Ihr könnt hier natürlich auch viel, viel weniger machen, ist klar. Aber genau so passt das. Wo habe ich denn einen Umschlag? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe einen Umschlag gefunden. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass da schon ein bisschen Farbe drauf ist. Aber ich wollte das nur demonstrieren. Das passt wirklich tatsächlich in einen ganz handelsüblichen Briefumschlag ohne Probleme. Ja. Und wenn dann der Beschenkte das bekommt, ihr könntet da jetzt auch noch eine Banderole drum machen. Habe ich mir jetzt fürs Video geschenkt. Ist aber tatsächlich möglich. Kann der sich die so aufstellen. Und kann die auch noch eine ganze Zeit lang stehen lassen, so ein bisschen als Deko-Objekt. Und ich finde es eigentlich schön, ja, so ein bisschen bunt, so ein bisschen verrückt. Ich habe ja auch Gott sei Dank mit den Nuvus irgendwann aufgehört. Und mir gefällt sie. So, meine Lieben, das haben wir jetzt aus dem Workshop nachgearbeitet. Also, was heißt aus dem Workshop nachgearbeitet? Das ist voll der Quatsch. Also, die Anfrage habe ich aus dem Workshop abgearbeitet sozusagen, habe sie erfüllt, mein Versprechen erfüllt, weil ich gesagt habe, ja, ich mache ein Video dazu. Und das nächste Video kann ich euch auch schon sagen. Viele haben ja darum gebeten, warum gibt es denn diesen Workshop nicht auch online? Da bin ich technisch noch nicht ganz so weit, wie ich sein möchte. Deshalb werde ich das jetzt vielleicht nochmal in einem Video versuchen. Also ich werde die Karte nochmal nacharbeiten, die wir im Workshop gemacht haben. So, das dazu. Ja, und wie gesagt, mit Online-Workshop, wir sind im Hintergrund am Arbeiten und am Machen und am Tun. Aber ich sag euch ehrlich, das Computer, das ist eine ganz andere Welt für mich. Und ja, vor 5 Jahren hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das hier alles mache. Jetzt mache ich es. Ich freue mich auch drauf. Ich finde es auch gut. Aber mit diesen Online-Workshops gibt mir noch ein bisschen Zeit. Wir melden uns, sobald wir das alles auf die Reihe gekriegt haben. Und dann gibt es auch Online-Workshops. Und da freue ich mich drauf. Und da freue ich mich auf jeden Einzelnen, der mit dabei ist. So, genug geschnackt für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen, oh Gott, was haben wir jetzt? Sonntag. Sonntags kommen meine Videos raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, entspannten und kreativen Sonntag. Und dann sage ich Tschüss, bis bald.